Und jetzt keine lange Vorrede, sondern wir gehen jetzt direkt weiter, noch einmal fix mit Tully reden. Da sind wir auch durch. Und dann geht es die Kollektoren API holen. Was? API? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Es war irgendwas auf jeden Fall für die Kollektoren. Also gegen die Kollektoren. Also von einem alten Reaper-Schiff um in die Kollektoren. Ihr wisst, was ich meine. Hallöchen. Angeblich kocht Rupert seit neuestem. Ja, daran bin ich schuld. Ja klar, dieser Vorzeige. Healer, es tut mir leid, dass ich sie in die quarianische Politik mit einbezogen habe. Ach, das passt, auch wenn das schon vor langer Zeit war. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Ja. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Bitteschön. Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Ach, wirklich? Und war das so ein normaler Ablauf bei den Quarianern oder wie sieht das aus bei euch? Ist Politik bei den Quarianern immer so? Nein. Manchmal kann es sogar richtig unangenehm werden. Bitte? Wir sind ein sehr soziales Volk, Shepard. Das müssen wir auch sein, um auszugleichen, dass wir in diesen Anzügen festsitzen. Und dazu gehört auch, sich in alles einzumischen, obwohl es einem nichts angeht. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte ihnen Zeit geben müssen, ihren Vater zu betrauern. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Nicht? Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Das stimmt. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Bitteschön. So, und damit hätten wir alles erledigt und mit denen rede ich nicht, die haben hier nichts mehr zu sagen. So, papalapap. So, an Deck, Kampfinformationszentrum. Wir haben doch bestimmt wieder neue Nachrichten. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schauen wir doch mal. Update über den Jungen. Okay. Das war ja wenigstens eine nette Sache. Und wir fliegen los in die unbekannten Weiten der Galaxis, beziehungsweise zu einem alten Reaper-Schiff. Ach, ich muss jetzt mal hier zurück. Noch. Und gleich geht uns der Sprit aus. Ach, das wäre was. Aber ich glaube, man kann direkt nachkaufen, also wäre das gar nicht so schlimm. Mal schauen, ich kann ja mal hier so ein bisschen meine Runden drehen. Unser Treibstoffvorrat ist erschöpft. Ich bringe uns mit ÖLG zu einer Treibstoffstation. Oh, okay. Dann wird also Iridium verbraucht. Dann kaufen wir jetzt mal Treibstoff. So, das wäre erledigt. Und dann ab zum Massenportal. Springen? Nee, noch nicht, aber wir müssen jetzt das Reaper FFS, for fuck's sake, beschaffen. Tatsächlich könnte ich mir mal den Spaß machen, alles rauszupiepen, was irgendwie schimpfwortmäßig ist, aber ich glaube, da würde ich... Ach, komm schon wieder. Da würde ich ewig für brauchen. Wow, überlegt. Verlassener Reaper. Klingt doch auf jeden Fall gut. Oh. Mnemosnie. Mnemosyne wird von einem 2 Kilometer langen Schiff umkreist. Das ist unvergessen. Okay, Reaper sind also 2 Kilometer groß. Wie groß sind Sternzerstörer? Wäre zumindest mal eine interessante Frage. So im Vergleich. Irgendwann kommen hier Sturmtruppen an und kämpfen gegen die Menschen. Ist Basic eigentlich mit irgendeiner normalen Menschensprache vergleichbar oder wurde das einfach nur so? Weil es gibt ja theoretisch Mandalorianisch, das heißt, wenn man als Mensch von der Erde Mandalorianisch reden würde und irgendwann zufällig auf Leute von Star Wars trifft und die mit Mandalorianisch anspricht, dann müssen die einen ja zumindest verstehen können und darüber könnte man dann Basic lernen. Aha. Ist natürlich auch nur vollkommen wahnsinnig.
Aber naja, wir nehmen unseren gruntigen Frontsoldaten mit und unseren garrigen Frontsoldaten. Okay, der war schlecht. Denn mit Waffen kann man einfach mehr Spaß haben. Merkt euch das, Kinder. Garrus hat nur einen Punkt, Grunt hat drei Punkte. Dann stecke ich das dann nochmal in Verstärkung rein. So, los geht's. Da sehen wir gleich wahrscheinlich... Okay, wir sehen keinen Reaper. Was ist das für ein Chaos-Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Was? 500 km/h Wind? Das ist heftig. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert das als Geth. Oh. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Ich hasse die Geths. Was ist da passiert? Wir wissen ja zumindest, wie ihr Schiff aussieht. Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Boah, das Ding ist riesig, Alter. Im Auge des Hurricanes, was? Das trifft es ganz gut, mein lieber Joker. Und wir werden hier direkt in die Aktion reingeschmissen. Reaper, das heißt, wir sollten mal Gruppendisruptor-Munition mitnehmen. So, alle haben Gruppendisruptor. Es stinkt nach Blut, aber irgendwas stimmt damit nicht. Meinst du? Das hier sieht ja nämlich so noch recht menschlich aus. Credits, Arbeitslog, das schauen wir uns mal an. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Mhm. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was das stimmt, betrifft, zumindest. Kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ja, das sind Reaper. Oh, wenn die Indoktrination aktiv ist, dann haben wir ein ganz schön großes Problem. Ist der Reaper nämlich noch aktiv? Was war das? Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Das ist doch ein schlechter Scherz. Wir sitzen also in der Falle. Großartig. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung, der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Oh, wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Das wollte ich gerade sagen. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten! Ei, ei! Weidmanns Hai! Das heißt übrigens, gute Jagd auf Jägerisch. Aber das sollten wir eigentlich alle wissen. Was für ein Chaos. Hat sonst noch jemand Hunger? Was? Der kann sich teleportieren. Krass. Und auf so einem Ding hat Saren gedient. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Oh. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Ich denke... Klingt, als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. Das wollte ich auch gerade sagen. Penner. Es klingt, als hätte der Reaper ihr Bewusstsein beeinflusst. Nein, das hängt wahrscheinlich auch wieder mit diesem Schwarmwesen der Geth zusammen, beziehungsweise das, was die Reaper ja wohl auch besitzen, bis zu der Kasse. What? Der explodiert ja. What? Warum explodieren die alle? Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Du hast gar nicht gesagt, ich bin ich Kroganer. Ich dachte, die Geth hätten diese Husks gemacht. Die Reaper ich würde sagen, damit ist...
Ja, damit ist klar, dass es sich um Reaper-Attack handelt. Aua. Aua. Werde den Schuss ausführen. Alle mir. Ja, wenn sie dir alle gehören, dann mach sie bitte auch tot. Die gehören alle mir. Boah, sind das viele. Krass. Einer weniger. Schon unterwegs. Boah, erstmal ein bisschen zurückziehen. Ein bisschen draufschießen. Die Betäubungsmunition ist echt effektiv gegen die. Ich dachte, wir treffen auf. Was? Noch mehr? Ich dachte, wir treffen auf Guess. Alles klar. Verstanden. Bestätigen. Oh Mann, oh Mann. Noch einer. So muss es aber sein. Zumindest sind die Husks einfach zu erledigen. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandala würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade... Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Das klingt nach einem von diesen Kletterviechern. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Das glaube ich auch. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. Etwas ist faul im Staate Dänemark, wie ich schon einmal erwähnt habe. Und hier sind doch gleich bestimmt wieder Husks. Das ist doch schon kommen. Natürlich sind Husks. Ja, hier sind keine Husks. Ich habe den Schützen nicht gesehen. Ein Überlebender des Wissenschaftsteams? Ich denke eher, dass das Dingens sein könnten. Das ist wertvoll. Geht. Oder Geff. Oder Goss. Und hier hört es sich noch wieder nach gemeinen Husks. Na komm. Mit Vergnügen. Ja, verpiss dich. Boah, ey. Das ist wieder Klasse. Ach ne, Masse statt Klasse. So muss ich richtig. Aber wir haben genug Betäubungsmuni. Oh. Genug Betäubungsmunition dabei, um die alle in der Mitte zu zerreißen. Wollte ich gerade sagen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Ich brauche schwere Waffen. Das gefällt mir gar nicht. Ich hasse Neger. So spät, jetzt bist du tot. Auszuschalten. Oh, Grunt, jetzt bist du. Warte. Sei doch nicht immer am Weg! Ja, hier. Nicht auf mich schießen! Aber du hattest gerade einen Hat. Hey, nenn mich nicht Idiot, ich bin ein Captain. Wie unverschämt kann man denn bitte sein? Ja, okay. Und Garrett steht auch wieder. Uff, gelobt seien die Spezialeigenschaften. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Ja. Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Es sieht ganz danach aus. Aber warum sollten Sie wollen, dass so etwas geschieht? Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen, aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen die Maschinen zerstören? Draufschießen? Irgendwas kaputt machen? Wo müssen wir weiter? Da in die Richtung. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal an denselben
Hasts vorbei, die wir auch schon gesehen haben. Aber erstmal habe ich da eine Tür gesehen. So, das schaue ich mir doch mal an. Was haben wir denn hier? Copyright. Krähenfüße. Da oben Hantel, das Ding. Und das Ding. Und die beiden. Das kriege ich erstaunlicherweise ganz gut. Aber es ist jetzt auch nicht so schwierig. Speichern. Das heißt, wir kriegen jetzt den Reaper. Okay. Seit 5 Tagen erst. Oh oh. Ich wusste, es geht. Oh. Wie bitte, ein freundlicher geht? Bitte? Shepard Commander. Der hat einen Teil von meiner Panzerung da an seinem Arm. Und woher kennt der vor allen Dingen meinen Namen? Was? Der Geth spricht. Da er sie kennt, sagen sie ihm, dass ich seine Hilfe nicht brauche. Ich kenne ihn doch seit auch nicht. Seit wann operieren Geth allein? Je größer die Gruppe, desto klüger werden sie. Okay. Na, das war doch so klar, dass ich mich bewege und es vom Feinde. Was? Das hat mir mit einem Schuss die Schilde weggeratzt. Und ich brauche eine bessere Schrotflinte. Und unten bleiben. Während ich die Waffe wechsle. Alles klar. Ich glaube, ich brauche erstmal nicht. Ich kann erstmal die Flammenmunition nehmen. Haben alle die Flammenmunition? Pyromunition, besser gesagt Brandmunition, was ihr auch immer wollt. Brandmunition und... Ja, nehmen wir mal das Ding. Ah, jetzt haben wir bei alle Schreddermunition. Okay. Ich bin Shepard, Commander der Normandy. Ich sage es nicht alle 2 Minuten, wenn ich eine Fertigkeit benutze. Bestätige! Verstanden. Hat Garrus eine panzerfreche Munition? Also die Betäubungsmission. Munition. Mission, sag ich schon. Munition kann ich. Einer weniger. Und wir haben hier einen Ableger. Was? Der Ableger hat Rand getötet. Ich komm schon. Und ich sollte hier mal ganz schnell weg. Er hat... Ne, Garrus lag nur am Boden. Grant. Da hat sich mal wieder geportet, der feige Parler. Nein, Grant ist doch kein Parler. Ich möchte ihn doch nicht beleidigen. Parlers möchte ich hingegen schon beleidigen. Ich habe zwar nie wirklich WoW gespielt, aber... Ich leg dir viel Muni. Ich glaube, das wird noch mal ein bisschen schlimmer hier werden. Zeit zu kämpfen! Ja, war doch klar. War doch klar. Zu spät, jetzt bist du tot. Alles klar. Garrus? Ich bin dabei. Feind wird angegriffen. Garrus? Danke, das war nicht mal dabei. Weil wenn ich schaue, er hat ja auch den Betäubungsschuss. Er hat noch den Betäubungsschuss. Das erklärt natürlich einiges. Mit dem Betäubungsschuss ist es so einfach. Aber ich habe eigentlich keine Lust, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil ich dann nur fade. Das möchte ich nicht unbedingt, weil das doch die Spielzeit gewollt nach oben treibt. Das ist wie mit Diablo 3 und extra Schwierigkeitsgrad. Es ist derselbe Scheiß, aber es erhöht die Spielzeit. Das müsst ihr nicht ausbremsen. Grunt? Danke. Ach, Garrus ist mal wieder tot.
Deswegen. Boah, wie viele sind das denn? Ja, jetzt sind alle tot. 3.